Trauer um den König der Twang-Gitarre, Duane Eddy, verstorben. Die Musikwelt trauert um eine Legende. Duane Eddy, der Pionier des Rock'n'Roll-Gitarrensounds und Erfinder des unverwechselbaren Twang, ist am 30. April 2024 im Alter von 86 Jahren verstorben. Eddy, geboren 1938 in Arizona, prägte mit seinem innovativen Gitarrenstil und seinen eingängigen Melodien die Rockmusik der 1950er und 1960er Jahre. Sein markanter Twang-Sound, erzeugt durch den Einsatz eines Fender Telecasters und eines Echo-Geräts, wurde zum Markenzeichen unzähliger Hits wie Rebel Royster, Peter Gunn und Because I Love You. Eddys Einfluss auf die Rockmusik ist kaum zu überschätzen. Er inspirierte unzählige Gitarristen, darunter Größen wie Eric Clapton, Keith Richards und Brian Setzer, und trug maßgeblich zur Entwicklung des Genres bei. Seine Musik war nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und Japan äußerst erfolgreich und verhalf dem Rock'n'Roll zu internationaler Popularität. Neben seiner musikalischen Karriere war Eddy auch ein gefragter Gast in Film und Fernsehen. Er wirkte in mehreren Filmen mit, darunter Die Unbestechlichen und Frankenstein Junior, und komponierte Musik für zahlreiche Fernsehserien. Für seine herausragenden Leistungen wurde Duane Eddy im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 1994 erhielt er den Grammy Award für sein Lebenswerk und 2000 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Duane Eddy hinterlässt seine Frau und eine Tochter. Sein Tod ist ein großer Verlust für die Musikwelt, aber sein Vermächtnis wird in seinen unvergesslichen Songs und in den Herzen seiner Fans weiterleben. Er war mehr als nur ein Gitarrist, er war eine Ikone. Ruhe in Frieden, Duane Eddy.